Der Ukraine-Krieg beschäftigt auch die USA, wo der Verwaltung erneut ein Stillstand droht. Grund ist ein Streit über den Haushalt im Kongress. Präsident Joe Biden hatte die Parlamentskammer um ein Paket in Höhe von 24 Milliarden US-Dollar gebeten. Etwa 6 Milliarden davon wären für zusätzliche Ukraine-Hilfe gedacht. Sollte man sich bis Sonntag nicht einigen, so droht Teilen des öffentlichen Lebens in den USA der Stillstand, bis eben ein neuer Haushalt verhandelt ist. Ausgabenkürzungen, Ukraine-Hilfe oder Grenzschutz. Bei diesen Themen sind die Meinungsverschiedenheiten zwischen Republikanern und Demokraten groß. Und sie verhindern es, auch nur eine vorübergehende Lösung im Haushaltsstreit zu erzielen. Donald Trump fordert seine republikanischen Kollegen sogar auf, den Shutdown zuzulassen. Solange der Kongress keine neuen Mittel bewilligt, kann die Regierung verschiedene Funktionen nicht mehr ausüben. Aber sie ist der größte Arbeitgeber der Nation mit rund 2 Millionen Angestellten. Tausende könnten beurlaubt werden oder müssten ohne Gehalt auskommen. Die öffentliche Verwaltung würde weitgehend zusammenbrechen. Von der Strafverfolgung über das Gesundheitswesen bis hin zur Verwaltung von Nationalparks. Es ist etwas mehr als eine Woche her, dass der ukrainische Präsident Selenskyj nach Washington kam, um für mehr Unterstützung zu werben. Kurzfristig bleibt die Hilfe für die Ukraine sicher, selbst bei einem Shutdown. Doch da die Ukraine-Hilfe zu einem Knackpunkt in den Verhandlungen geworden ist, muss sich Selenskyj möglicherweise Sorgen um die weitere Unterstützung machen. Es ist ein großes Thema. Man sieht bereits, dass republikanische Kongressabgeordnete darüber diskutieren, wie viel Geld die US-Regierung ausgibt, um die Ukraine zu unterstützen. Es werden bereits Fragen gestellt. Sie werden Teil der Haushaltsdebatte werden. Es handelt sich also nicht nur um einen direkten Einfluss des Regierungsstillstands auf die Ausgaben für die Ukraine, sondern die Frage der Ausgaben für die Ukraine beeinflusst, ob wir einen Regierungsstillstand haben oder nicht und wie lange er dauert. Shutdowns sind den USA allerdings nicht fremd und früher oder später werden sie überwunden. Die Kräfte, die einen Shutdown erzwingen wollen, neigen dazu, anfangs sehr hartnäckig zu sein. Aber mit der Zeit wird die Nation immer verärgerter. Dann merken die Politiker, dass es schwieriger wird und sie suchen schließlich nach einem Kompromiss. Ich würde also unseren Verbündeten und Partnern sagen, dass dies nichts Neues ist. Unsere politischen Prozesse funktionieren nicht sehr gut, aber wir müssen beurteilen, was dabei rauskommt. Aber was genau am Ende herauskommt und wie lange es dauern wird, das bleiben die entscheidenden Fragen. Und nicht nur das amerikanische Volk, sondern auch die Ukraine und die US-Verbündeten werden auf schnelle Antworten warten.